sind auf dem Boot, haben unser Plätzchen bekommen. Mega. Und wir fahren. Wir fahren. Ich hatte mal gesagt, ich ziehe ein Bierchen offen. Okay. Ich habe ein Bier kalt gestellt. Zeitpunkt. Und wir dachten, das kann ich mal zum Abfahren jetzt öffnen. Also, Disclaimer, kein Alkohol unter 18 Jahre. Prost. Prost. Und gut Start in die neue Woche. Ja, gut Start. Und ab nach Italien. Auf die Brücke, die Peloponnes und das Festland von Griechenland verbindet. Genau, da war unser Surfspot auch. Genau, ja, ne? Da ist die Brücke und dann ein paar Kilometer, zwei oder so, weiter, da ist Trepano, wo wir jetzt eine Woche waren. Mittlerweile ist es dunkel draußen. Ja. Wir sind am Essen und wie ihr am Obstnetz sehen könnt, wir schaukeln. Super! Und das Ding ist, es schaukelt ja jetzt nicht nur das Boot, sondern das Auto an sich. Durch die Reifen und die Federung vom Auto und so, das schaukelt sich dann in sich dann auch noch irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie die Nacht wird. Bisher ist es noch sehr gut auszuhalten. Ich hoffe, es wird nicht mehr. Das schaukelt uns wahrscheinlich im Schlaf. Ich hoffe mal, dass es so ist dann. Und wenn man schläft, dann merkt man auch nicht mehr, dass es schaukelt. Dann träumt man, dass man, auf einer Boot Wippe ist. Sitzt. Auf der Wippe oder Schaukel? Schaukel. Nach einer schaukeligen Nacht. Wir sind wieder in italienischer Zeitzone. Es ist 7:30 Uhr. Es stürmt. Es ist kalt draußen für unsere Verhältnisse. Und, aber hier im Liegen im Busgang ging es eigentlich ganz gut, gar nicht. So, das Schaukeln. Jetzt im Sitzen ist schon ein bisschen anders. Aber ja, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Das sieht immer gut. So, immer. Ja, sind immer Routine. Und dann mal gucken, wie lange wir noch brauchen. Ich hätte eigentlich gesagt, wir sind früher da als gedacht. Wenn wir schon, wenn wir auf der Karte gucken, ziemlich, also schon an der Küste Italiens sind und Bari ist ja ziemlich weit südlich. Mal gucken, wann wir ankommen. Ja, dann machen wir es noch gemütlich, lesen, trinken Kaffee und dann schauen wir. Ja. Lass dir schmecken. Heiß, Achtung. Gut? Herrlich, danke. Ey Schatz, Land in Sicht. Fast da. Sehr, sehr schön. Thank you.
Wir haben angelegt. Ja, noch ein paar Meter. Ein paar Meter? Oder haben wir angelegt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir da. Sehr nah, ja. Ja, jetzt kannst du das. Jetzt bin ich mal gespannt, wann wir abfahren können. Und dann geht es für uns nach Livorno. In Richtung Livorno. 700 Kilometer hoch. Ja, wir fahren direkt weiter nach Sardinien. Zur nächsten Fähre. Ja. Genau, weil da meine Eltern warten und mein Bruder kommt dann noch an mit Family. Genau, da freuen wir uns schon richtig drauf. Dann haben wir mal wieder Family Time. Ja. Von der Fähre erstmal direkt vollgetankt für 1,76 und das Auto wird gewaschen. Das hat es so dringend nötig. Schaut euch diese Staubschicht auf unserem Auto an. Furchtbar. Aber es hat sich auch nie gelohnt, es davor zu waschen, ne? Weil das immer sonst wieder direkt vollgestaubt wäre. Ja. Mit dem Wind und den ganzen Spots, wo wir standen. So viel Staub. Also, es war sehr schön, aber der Staub war schon so dick. Ich frage mich, ob es jetzt besser wird. Ich frage mich, ob es jetzt besser wird, ne? Ich stelle mich da ein bisschen grüner vor, ein bisschen weniger staubig, aber wir hoffen wir es mal. Ja. Bord wird jetzt ins Auto gemacht für die Fahrt. Und hier sieht man so richtig diese Staubschlieren. Ich würde sagen, wir sind sauber. Alle Gänge durchgemacht. Aber der erste, ihr habt es gesehen, das war so gelb. Das war voll, das hätte ich aber nur. Ich glaube, das kommt nur auf die Felgen. Aber es steht auch einfach nur alles italienisch, nichts auf Englisch. Nee, aber die Symbole schon eindeutig. Ne? Das habe ich ja, schon. Ja, aber das sah echt eklig aus. Naja. Auf jeden Fall, ja, Staub's weg. Also es sieht richtig gut aus. Wir sind bereit für die Fahrt, glaube ich. Ja, wir sind richtig bereit. Rückspiegel gucken, ob die sauber sind und dann geht's los. Think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. We could have been stardust, same world. But without us, something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. So, gestern sind wir noch ein Stückchen gefahren und auf diesen traumhaften Platz ausgekommen. Wir sind irgendwo Mitte in Italien bei ein kleines Örtchen, ein altes Örtchen, das heißt Artena. Und da sind wir den Berg hochgefahren und kamen dann einfach hier mit Blick aufs Meer aus und haben da eine richtig, richtig ruhige Nacht verbracht. Echt herrlich. Also ich habe mega gut geschlafen nach der Nacht auf dem Fähre, wo es eher was lauter und unruhiger war. Und Kate putzt sich hier die Zähne. Ist auch gut Druck drauf, ne, auf das Wasser. Boah. Ja, eiskaltes Wasser. Auch die Luft ist sehr kalt. Ja, wir stehen doch echt ziemlich hoch. Ja, ich weiß auch nicht, das ist ja eigentlich noch ziemlich Süditalien. Oder, bitte? Schon eine Ecke frischer. Ja, aber es ist auch noch, ist noch früh und wir sind relativ hoch. Wir sind verwöhnt. Ja, und wir sind richtig verwöhnt. Jetzt ist die Plan, weil wir haben noch so ungefähr 4 Stunden Fahrt bis Livorno und da fährt dann heute Abend um 10 Uhr
unser Ferry ab. Das heißt, da haben wir dann noch ein bisschen Zeit und haben dann noch vor, kurz hier dieses Athena das anzuschauen. Das sah verrückt aus. Wir sind da gestern vorbeigefahren. Es ist einfach so komplett steil am Hang gebaut. Das sah schon beeindruckend aus. Das schauen wir jetzt noch an. Ja, wir mussten auch ordentlich hoch. Also der Straße ging schon echt steil. Da wollte man. Motion haben. Genau, und dass man nicht anhalten musste, weil wenn man nochmal anfahren muss, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Da hatte ich gestern auch schon gesagt, alles spritsparende Fahren auf der Autobahn hat sich dann wieder dahin gewesen, den Berg hoch. Ja. Ne, das ist der Plan, also noch ein kurzes gemütliches Frühstückchen, schauen uns das Athena an und dann geht es einfach so in Richtung Livorno. Ja, genau. I'm the lazy one, so I guess I should have known. Wir sind den Berg runtergefahren oder halbwegs und schauen uns jetzt dieses Örtchen Athena an. Ja, es ist hier auf jeden Fall schon ein Stück wärmer, oder? Ist aber es ist auch später. Ja. Und hier sind wir, glaube ich, was windgeschützt. Ja, richtig schön. Wow. So süß dieses Haus. Und ich glaube, es ist auch echt alt. Sieht zumindest sehr alt aus. Und schaut mal hier. Boah, diese Kirche hier auf dem Fels. Diese Garte da im Stein. Was siehst du? Diese Garte da im Stein. Garten im Stein? Oder wie sieht da ihr Garten so am Hang? Ja. Verrückt. Und ist noch ziemlich bewohnt auch. Also komplett. Mega bewohnt. Hier diesen Garten, mein Kai. Richtig süß, wie sie hier die Häuser in den Fels übergehen. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. Ey, schön, oder? Ja, Wahnsinn, wie sie hier richtig wohnen. Alt und diese Gassen, schmale Gassen, richtig cool. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you. They're looking for someone like you. Stadt, wie die gebaut haben. Wahnsinn, ne? Überall kleine Ecken, kleine Sträßchen. Und alles ist schräg und alte Steine. Und alles bewohnt, so kennt man es auch nicht. Oft ist das so ein Touri-Ding dann oder so. Ja. Aber es ist alles voll bewohnt. Wirklich schön. Und die Leute müssen einfach alles zu Fuß hier hochtragen. Ja. Wir können da weiter. Keine Ahnung. They're looking for someone like you. Neues Freundchen. Ja. Das ist voll süß. Das ist echt süß. Das ist echt hergekommen, war erst bei dir oben und jetzt kommt er zu mir.
Ciao, Süßer. Mach's gut. Oh, fall nicht rauf. Da kommt die neue Truppe Katze an. Oh, du bist ja süß, du Kleiner. Ja, sehr schön hier. Und wir genießen noch ein bisschen Athena. Und dann ab ins Auto. Nach Livorno. Nie vorne. Ja, schön. Ja. Bis dahin. Wir stehen im Hafen. Ja. Und wir dachten, wir sind viel zu früh. Also wir sind 3,5 Stunden jetzt vor Abfahrt, weil wir halt einfach schon so früh da waren. Ja, und dann... Und es sich nicht gelohnt hat, noch wohin zu fahren. Und hier steht schon voll mit Campern und in der Reihe. Ich weiß nicht. Naja, wir sind sogar schon eingecheckt. Das ging super easy rein, chick, chick. Irgendwie sind wir von Griechenland was anderes gewohnt. Da sind alle irgendwie super spät und... Jedes Mal war es Hektik. Und Chaos. Und hier ist alles super organisiert. Ja. Man wusste wohin und in Griechenland war immer, man wusste gar nicht, wo muss ich hin und darf ich schon rein und wie. Ja, ja, aber jetzt haben wir hier noch gemütlich. Ja, gibst du mir ein T-Shirt? Essen wir was? Weil ich fühle mich nackig hier in der Reihe. Oh, echt? Ja. Ich geb dir was. Zieh dich an. Und dann essen wir Abend. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir auch schon früh drauf können und dann einfach schon gemütlich in die Kabine können. Ah, das war geil. Büchchen. Duschen. Mhm. Und dann sind wir morgen mit deinen Eltern verabredet zum Frühstücken. Ah, das schön. Ich freue mich voll. Ja, ich auch. Also. Erstmal essen. Ja. So, guten Morgen aus Sardinien. Wir haben es geschafft. Die Überfahrt war ziemlich entspannt, muss ich sagen. Wie ihr noch mitbekommen habt, wir konnten richtig früh... Ah ne, das habt ihr gar nicht mehr mitbekommen. Wir standen ja ziemlich früh im Hafen und erstaunlicherweise, wir waren noch gemütlich am Essen und plötzlich ging es auch schon los, mussten wir schnell alles irgendwie wegpacken. Wir wollten gerade noch einen Tee abkochen und dann ging es schon echt richtig früh aufs Boot. Das heißt, dann konnten wir auch direkt schon aufs Boot, in die Kabine und da einfach gemütlich chillen, lesen, duschen. Also war super entspannt. Genau. Gut geschlafen, wir wurden zwar früh geweckt, weil man aus der Kabine musste. Deshalb heute ist Mittagsschlaf angesagt wahrscheinlich. Und ja, jetzt freuen wir uns, in 9 Minuten sind wir da. Dann sehen wir meine Eltern und dann wird erstmal zusammen gefrühstückt. Ja, also buongiorno, guter Start in den Tag. Genau. Guten Morgen, da sitzen wir wieder in unser Bettchen. Wir sind fleißig am Arbeiten. Ja, und wir genießen sehr die Zeit mit der ganzen Family. Ja, das ist echt herrlich. Wir haben jetzt gestern einen Stellplatz gefunden. Ja, ganz direkt am Meer. Ja, in der Nähe Mariehermi an die Westküste. Und da genießt du die Zeit, ne? Ja. Genau, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Genau, ich traue mich nicht zu lachen. Ich lache für Kai mit. Oh je. Weil man sieht's, meine Zähne, sieht alles nicht so schön aus. Nee, du hast deinen halben Zahn ausgeschlagen. Ja, genau. Ich habe eh schon, das war schon in meiner Kindheit, habe ich mal blöd im Schwimmbad vom, wie heißt es? Sprungbrett gesprungen oder Rutsche. Und dann hat's meine Zähne halb so... Genau, das sind schon halb Plastikzähne. Ja, und jetzt war ich wingen und da hat es das Brett gegen meine Zähne geschlagen und dann, ja, man sieht es, ein Stück. Ist wieder abgebrochen von dem Plastik. Ja, ist eh nicht so schön. Das zum Glück keine Schmerzen, weil es eh schon Plastikzahn war. Das heißt, die Nerven liegen zum Glück nicht frei. Ja. Ist halt jetzt eher ein optisches Ding. Wir schauen mal, wie wir das reparieren können. Aber so lange muss ich ihr meinen Anblick mit... Ohne Zähne. Bewohnern. Ja, auf jeden Fall. Also, falls ihr euch wundert, warum Kai jetzt immer so komisch lacht, so. Daran liegt's. Ja, daran liegt's. Auf jeden Fall war es sehr schön, Wochen. Viel Reisen, wir haben viel gesehen und freuen uns jetzt einfach die Zeit weiterhin mit der Familie hier. Auf Sardinien. Auf Sardinien. Also, schön, dass ihr dabei seid. Genau. Weiterhin. Und, macht's gut, macht's besser. Ja. Und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Doch. Dödödi.